Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In diesem Video der Playlist Statistik, Daten und Diagramme schauen wir uns die Prozentrechnung an. Wichtiges Thema. Was ihr dafür wissen solltet, absolute Häufigkeit und relative Häufigkeit sollte euch ein Begriff sein. Wenn ihr das nicht so kennt, guckt vorher in der Playlist das Video an, da haben wir das sehr gut zusammengefasst. Ohne die beiden Begriffe kommt ihr nicht so weit. Genau. Hm? Hier nochmal ein Beispiel. 40 von 50 Kindern haben ein Handy. Ja? Wie können wir jetzt die Prozent ausrechnen? Prozentzahl ausrechnen? 40 von 50, wie viel Prozent sind denn das jetzt? Genau, wichtig ist erstmal, 40 ist die absolute Häufigkeit. 40 Kinder haben ein Handy. Das ist eine Anzahl. Ja? Das müssen wir uns erstmal merken. Und relative Häufigkeit heißt jetzt sozusagen relativ im Vergleich zu was? Von 50. 40 von 50. 40 Fünfzigstel. So schreibt man das auf. Genau. 50, die große Zahl steht unten im Nenner, die kleine steht oben. Ja? Das sollte man auch noch hinkriegen. Und jetzt, wie kommt man von da auf die Prozentzahl? Das ist gar nicht so einfach. Wir haben ja auch eine eigene Playlist, ne? Dazu. Wie heißt die Playlist? Prozentrechnung. Prozentrechnung, genau. Aber ich mache eine kleine Zusammenfassung mal hier. Am einfachsten ist es, wenn ich das hier auf 100, diesen Bruch auf 100 erweitern kann. Jetzt mache ich aus der 50, das kann ich mal 2 nehmen und über 100. Und die 40 kann ich auch mal 2 nehmen und über 80. Wenn da nämlich steht 80 Hundertstel, kann ich direkt sagen, die Zahl, die oben steht, ist meine Prozentzahl. Ja, immer durch 100 ist dann die Prozentzahl. Falls ihr das nicht hinbekommt, falls da irgendwas Ungünstiges steht, 27, 45, ja, kriegt man nicht so gut hin, dann teilt ihr einfach 27 durch 45, müsst ihr schriftlich machen. Dann muss man es schriftlich machen und dann kriegt man eine Kommazahl raus. Und bei der Kommazahl kann man bei den hinteren beiden Stellen die Prozentzahl ablesen. Genau. Falls ihr euch das nicht merken könnt, teilt einfach immer, wie du eben schon gesagt hast, die kleinere Zahl durch die größere Zahl. Genau. Und wenn man erweitern kann auf 100, ist immer ganz dankbar. Genau. Ja, hier habt ihr die kleine Aufgabe dazu, zum Anwenden. Ihr müsst genau das, was wir gerade gesagt haben, jetzt über alles überlegen. Das ist ein bisschen komplizierter. Hier gibt es 2, 3 Schritte, die ihr beachten müsst. Genau, probiert das mal. Aber bereitet euch gut vor. Ja, und dann rechnen wir das gleich vor. Pausiert mal. Erster Schritt, wir brauchen die absolute Häufigkeit. Was ist denn gefragt? Über 3 Stunden. Das heißt, wir gucken in dem Diagramm, okay, auf der Seite bringt uns nichts, müssen hier, das ist die Zeit. Über 3 Stunden ist der hier, der Kollege, der ist ganz wichtig. Ja. Davon brauchen wir die absolute Häufigkeit. Das können wir ablesen. Gehen wir hoch, ist, gehen wir hier rüber bei 25. Genau. 25 Kinder sind also über 3 Stunden am Handy. Genau. Was brauchen wir jetzt? Die relative Häufigkeit. Von der absoluten haben wir gesehen, kommen wir zur relativen Häufigkeit. 25 Kinder haben wir, das ist meine absolute Häufigkeit. Und auf die relative Häufigkeit komme ich, indem ich das durch die Gesamtzahl teile. Genau, man sagt ja nicht umsonst, 25% oder 25 sind relativ viel. Ja. Auf die relative Häufigkeit, das heißt, wir müssen durch die Gesamtzahl teilen. Und das heißt, die Gesamtzahl muss ich ablesen. Ich muss mir bei jedem einzelnen Balken gucken, wie groß ist denn jetzt hier der Balken. Ja, das heißt, ich habe hier einmal 20. Ich habe hier 30, ich habe hier ungefähr 10 und hier 25. Insgesamt habe ich 85. Ja? Und jetzt habe ich meine absolute Häufigkeit, ist meine 25 das Beispiel gewesen, durch 85. Das ist einfach nur einsetzen, die kleine Zahl durch die große Zahl. Aber deswegen ist wichtig, dass ihr das versteht. Ich brauche erstmal die absolute Häufigkeit von dem, was ich haben will. Dann brauche ich die relative und für die relative brauche ich immer die Gesamtzahl. Haben wir ausgerechnet und dann kann ich einfach das als Bruch schreiben. 25 durch 85. Ein Bruchstrich ist nichts anderes wie geteilt. Leider können wir das jetzt hier nicht mit dem Erweiter machen, aber das wäre halt so ein Beispiel, wo man es halt schriftlich ausrechnen muss. Ne? Hier muss man schriftlich teilen, 25 geteilt durch 85. Ganz wichtig, da bekommt ihr raus, es ist 0,294. Das sind nicht 0,2%. Prozent ist immer noch das Komma um 2 Stellen verschieben. Also 1, 2, sind wir bei 29,4% oder mal 100 rechnen. Das Komma um 2 Stellen verschieben und dann haben wir die Prozentzahl. Genau. Ja. Gut. Genau. Im nächsten Video. Kreisdiagramme. Endlich. Wichtig, ne? Also dranbleiben, ne? Ciao.